Schönen guten Morgen. So, wir haben es 20 nach 8. Ich muss jetzt mit Uwe zum Tierarzt, also zur zweiten Impfung. Ich bin nicht vorher gelaufen. Ich hoffe einfach, dass ich irgendwie vor 10 wieder hier bin und dann müsste das zeitlich alles noch gut hinkommen. Deshalb, also mein Wecker hat erstmal geklingelt um 7 und ich dachte mir, nein, das mache ich nicht. Naja, jetzt fahren wir schnell zum Tierarzt, hoffen, dass das zügig geht und dann gehen wir laufen. Überpünktlich angekommen, noch quasi fast eine Viertelstunde Zeit. Aber wir gehen mal rein, vielleicht sind wir auch früher dran. 9.10 Uhr, wir sind fertig. Zeitlich perfekt, was ein bisschen ungeil ist. Es regnet gerade, aber ja, das ist ja die Herausforderung diese Woche. Ne? Also ab nach Hause und in die Laufklamotten und raus auf die Straße, raus in den Regen. Also, ihr seht, hier wird sich richtig gekümmert, wenn der eine wieder nach Hause kommt, schaut der andere direkt, ey, was los, wo warst du, geht's dir gut? Ja, dir geht's gut? Gut, dann kann ich dir gleich wieder eine draufhauen. Nein, ist ja gar nicht so. Gut, ich ziehe mich jetzt um, es regnet, es ist eklig, aber es nützt nichts. Challenge ist Challenge. Yo. Gut. Ich mache mich auf den Weg. Die Motivation ist heute eher im Keller. Aber beißen. Das ist wirklich beißen. Ich habe Glück. Es regnet nicht. Ich hoffe, dass das so bleibt jetzt. Wir werden sehen. Also, Regen so gut wie nicht, ein bisschen Niesel zwischenzeitlich, aber es wird von Tag zu Tag anstrengender. Das war dann auch der Grund, weshalb ich dann irgendwann aufgehört habe zu filmen, weil es war wirklich nur noch Kampf, richtig Kampf. Boah. Ich dachte nicht, dass das so hart wird. Also jetzt nur mal zum Verständnis, ich laufe ja jetzt nicht 10 Kilometer, ne? Nicht, dass hier Missverständnisse auftauchen, dass ich jetzt 7 Tage lang 10 Kilometer laufe. Nein, ich bin, glaube ich, die ersten beiden Tage bin ich so knapp 5 gelaufen. Und jetzt die letzten 3 jeweils 8 Kilometer. Beziehungsweise 8,5. Aber ich dachte nicht, dass das von Tag zu Tag anstrengender wird. Und das wird es nämlich wirklich. Es ist... Heute war ich kurz vorm Aufgeben. Als ich so meinen einen Berg hochlaufen musste, habe ich gedacht, du könntest jetzt auch einfach aufhören zu rennen und spazierst zurück. Ich habe aber durchgehalten. Kamera wackelt, weil Uwe den Kratzbaum erklimmt, auf dem gerade die Kamera liegt. Ja, Salz ist toll, ich weiß. So, und wo war ich? Naja. Ich wollte aufgeben, aber ich habe es nicht getan. Ich habe durchgehalten, aber was soll ich sagen, es fällt immer schwerer. Jetzt weiß ich, dass es noch 2 Läufe sind und dann gönne ich mir einen Tag Pause. Aber 2 habe ich noch zu absolvieren und wenn sich diese Anstrengung weiter fortsetzt und schlimmer wird, dann werden diese 2 Läufe nochmal richtig hart.
Boah, na gut. Ich sag's euch, ich sehe zwar jetzt frisch aus, aber ich bin tierisch kaputt. Es ist so anstrengend und es raubt so Kräfte. Ich werde jetzt auch nichts mehr groß machen. Ich habe zwar noch über eine Stunde Zeit, aber viel wird nicht passieren. Ich hau mich jetzt auf die Couch und gucke mir irgendwas auf Netflix an. Einfach entspannen, bevor es dann zur Arbeit geht. Und noch 2 Tage. Warum stelle ich mir bloß immer so blöde Herausforderungen? Warum hält mich niemand davon ab? Naja, gut. Also, jetzt ein bisschen couchen. Jetzt mache ich mich auf den Weg zur Arbeit. Ich bin kaputt. Ich bin echt kaputt. Ich hätte jetzt schlafen können, aber nützt nichts. Also gehen wir. Warum sage ich eigentlich die ganze Zeit wir? Es bin nur ich. Also ich gehe jetzt arbeiten. Angekommen bei der Arbeit. Regenwetter. Naja, gut. Auf der Arbeit werde ich nicht nass. Aber ich habe relativ wenig Lust. Das muss ich zugeben. Vor allem in dem Wissen, dass eine Abteilung bei uns schon um 8 Uhr, nee, um 6 Uhr Feierabend macht. Nicht um 8. Um 6 Uhr und wir bleiben 4 Stunden länger. Oh. Ah ja, gut. Letzter Tag für die Woche wird rumgehen. Nächste Woche dann Frühschicht. Yay. Jede Schicht hat so ihr Gutes und ihr Schlechtes. Bei der Spätschicht finde ich irgendwie nichts Gutes. Naja. Ich mache mich jetzt rein und wir sehen uns, für euch gesehen, direkt wieder. Feierabend, Wochenende, ab nach Hause. Ich habe jetzt allerdings die GoPro irgendwie in meinem Rucksack verstaut, von da an gibt es jetzt keine Fahrtbilder. Ich würde sagen, ich hole jetzt nur schnell meine Kurzen bei ihrer Mutter ab und dann sehen wir uns in 3, 2, 1 bei mir zu Hause und da sind wir schon. So, ich habe die Jungs eingesammelt und ja, jetzt die Mehrheit will Brooklyn Nine-Nine gucken. Ich habe da nichts gegen, ist auch eine meiner Lieblingsserien im Moment. Macht Spaß zu gucken. Ja, und dann noch ein bisschen Video fertig schneiden und dann vielleicht fange ich heute Abend, Spätabend, an Angies Geschenk zusammen zu stöpseln, tackern, dübeln, was auch immer. Heute ist Freitag bei mir, morgen ist Samstag bei mir, übermorgen ist Sonntag bei mir und da kann ich es euch zeigen, weil das Video, was ich am Sonntag aufnehme, ja erst am Dienstag erscheint und Angie am Dienstag Geburtstag hat, sprich um 18 Uhr hat sie das Geschenk sowieso schon gesehen. Jetzt kotzen alle wahrscheinlich. Naja, egal. Wir machen uns jetzt erstmal vor die Glotze. Ja, jetzt habe ich mit meinen Jungs noch ein paar Folgen Brooklyn Nine-Nine geguckt. Und ich habe noch eine Folge Last Kingdom geguckt. Beides gute Serien. Ja, kann man sich gut einziehen. Ja, jetzt werde ich gleich nochmal schauen, was das für ein Lied war, das ich in einem Vlog verwendet habe. Weil da hat mich der liebe Alltagsvlog gefragt, was das denn war. Schaue ich jetzt gleich mal nach. Ja, das ist übrigens auch eine von denen, die zum Koblenzer Weihnachtsmarkt kommen, wenn wir quasi unser Vloggertreffen da abhalten. Ja, ganz, ganz liebenswerter Mensch. Ja, und wenn ich das gemacht habe, werde ich wahrscheinlich schlafen, weil es ist schon kurz vor 2. Ja, mein Großer hat übrigens gesagt, dass er mit mir laufen geht, die letzten beiden Läufe.
Finde ich super, weil, naja, ich alleine Motivation jetzt, wenn er mitläuft, ist das sicher was anderes. Oh, meine selbstgebastelte Softbox geht aus. Ich habe hier eigentlich nur das iPad angemacht mit einem weißen Dokument. Funktioniert auch nur so. Ja, und auf jeden Fall will er mitlaufen. Finde ich sehr gut. Ich hoffe, er übernimmt sich nicht, weil 8 Kilometer sind halt 8 Kilometer. Und er ist ja nicht so im Training. Also, der hat schon eine anständige Figur und macht ja Parcours, aber 8 Kilometer laufen ist halt was anderes. Aber wir werden sehen. Morgen. Gut. Und bevor jetzt das Licht hier wieder ausgeht, machen wir hier aus. Bis morgen, 18 Uhr. Ciao.